Nachweis von Humala-Virus. Dem häufigsten Handelsträger selber in der PCR war negativ und das ist typisch für dieses Bild. Zu diesem Zeitpunkt können Sie den Erreger. Hausarzt ist derjenige, der den Patienten mit seiner Erkrankung als erstes sieht. Und er muss natürlich dann die Richtung vorgeben, wie der Patient weiter versorgt wird. Oder er muss aufgrund seiner eigenen Einschätzung den Patienten dann selber versorgen. Und ich habe gerade jetzt bei den Vorträgen festgestellt, dass da ein breites Wissen und vor allem auch eine sehr hohe Motivation bei diesen Ärzten besteht, ihre Patienten zu versorgen. Und ich kann nur sagen, dass ich meinen Hut abnehme vor den Ärzten, die das machen, weil die dann praktisch ein sehr breites klinisches Wissen und auch eine breite Therapiefähigkeit haben müssen. Wir zusammen haben jetzt 3 Fälle vorgestellt, für die es gar nicht so leicht war für uns, die Fälle zu lösen. Und da wollten wir den Hausärzten mal klar machen, wie man quasi auf die Diagnose kommt und was man bedenken kann. Ja, also wie Professor Sauerbruch schon sagte, es ist eigentlich der Respekt mit wenig diagnostischen Mitteln, finde ich, den Patienten in die richtige Bahn zu bringen und eine Erkrankung zu erkennen, allein durch die körperliche Untersuchung und das breite klinische Wissen und durch die Anamnese, durch das Gespräch mit dem Patienten einzuordnen, um welche Erkrankung es sich handelt und wie da auch im Vertrauen mit dem Patienten eine weitere Therapie einzuleiten ist. In meinem Vortrag ging es um eine seltene Erkrankung bei einer jungen Patientin, die schwer zu erkennen ist und bei der es dann auch schwierig ist, die richtige Therapie zu finden. Wenn man sie aber einmal erkannt hat, die Krankheit, ist es eigentlich einfach und harmlos. Und das Wesentliche ist es eben auch, an seltene Erkrankungen zu denken, die vielleicht nicht so im Fokus des allgemeinen Interesses stehen. Aus diesem Symposium habe ich viel gelernt, weil die Falldarstellungen mir auch wieder nahegebracht haben, dass man in einzelnen Fällen auch in der eigenen praktischen Tätigkeit immer noch mal an etwas Neues oder anderes denken kann oder denken sollte.